Gleicher Hintergrund, gleiches Licht, anderes Display, und zwar Set Booster Display auf Englisch für Dax. Ich weiß nicht, ob er sich selber Dax nennt oder ob seine Freundin Dax nennt. Es ist der liebe Carsten, a.k.a. Dax. Auch hier vielen Dank an Ultimate Guard fürs Sponsoren mit Katana Sleeves und dem Magnetic Card Case für den Hit des Sets. Wir fangen direkt an. Geht los. Und Dax, werde ich die Karten persönlich auf dem Command Fest in Frankfurt in genau einer Woche schon übergeben haben. Freue ich mich sehr drauf. Und mal gucken, was du in diesen 18 Boostern hier so bekommst. Es ist wie immer, Drachen und Länder ist das, was wir haben wollen. Ich dachte schon Fireball, Lightning Bolt auf Deutsch. Aber das heißt ja Blitzschlag oder Blitzeinschlag oder so. Muss mich wieder dran gewöhnen. Gerade ja ein Collector-Display für Stefan aufgemacht. Mirku, Lord of Bones. Edged Foil Background, The Council of Four, Storm King's Thunder und Colessa Scale Singer und ein Token. Okay. Am Ende zählen wir hier wieder die Rares und Mythic Rares. Das letzte Mal hatten wir 43 bei dem Deutschen von Daniel. Ich lege ihn einfach mal raus in den Lightning Bolt, weil es geil ist. Nature's Law und Deadly Dispute ebenfalls. Arcane Signet lege ich auch raus. Einfach gut. Masterchef, Agent of the Iron Throne in Edged Foil. Spire Garden. Ja, mal zum Zählen. Machen wir es zum Zählen. Sword Coast Serpent ist die Foil und ein Dragon Token. Kommt damit hin. Okay, deutlich weniger Rares als im ersten. Da hatten wir nämlich 3. Dax hat mich übrigens gefragt, ob er mich Commander-technisch entjungfern könnte. Muss ich leider ablehnen, weil ich habe diese Erfahrung bereits hinter mir. Aber wir können gerne eins meiner ersten Commander-Spiele gemeinsam spielen auf dem Kuhan-Fest. Nine Fingers Keen, Guild Artisan, Hardly Outlander, Edged Foil, Shadowheart, nochmal Nine Fingers Keen, in Foil sogar und Token. Also die Duplication ist hier wirklich immer am Start, vor allem diese Legenden. Die kommen gerne wieder. Also die habe ich jetzt in den Collector Displays habe ich auch immer dreimal die gleiche, manchmal sogar viermal. Das ist schon nicht mehr feierlich. Liven, Cultist of Tiamat, Legendary Creature in Edged Foil. Mirror of Life Trapping. Shiny Impetus und Plea for Power ist unsere Karte von der Liste. Und wir haben schon eine Mythic Rare und ein Land. Das ist ja mal das, was man so ein bisschen hier verfolgt. Länder, Karten von der Liste und Mythic Rares. Nature's Lore kann man rauslegen. Tasha, The Witch Queen. Ah, cool. Habe ich das noch gar nicht gezogen. Dimir, 5 Mana. Dimir Color. Planeswalker, der auch Commander sein kann. Whenever you cast a spell you don't own, create a 3/3 Black Demon Creature Token. Man will also Spells casten, die nicht einem selber gehören. Spannend. Baba Lisaga, die Night Witch. Wartet mal. Das sind doch auch nur einfach Uncommons, ne? Die werden sowieso auch nichts wert sein am Ende, machen wir uns nichts vor. Deswegen kommt Baba Lisaga dahin. Altar of Baal und Agent of Shadow Thieves und ein Boo-Token. Was sagt ihr eigentlich zu den Double Master Spoilern? Also, wo ich gerade Boo gesehen habe, habe ich an Ragavan gedacht. Und der Dockside Extortionist, den alle in diesem Set erwartet haben, kommt in Double Masters 2022 und zwar als Affe. Also, das Artwork könnte auch als Ragavan durchgehen. Es ist allerdings Popular Entertainer. Nature's Law and Foil und Knight, das war jetzt nicht so der starke Booster. Ja, Dockside Extortionist in Affenskin, in Borderless und in Normal, in Double Masters. Wir kriegen richtig krasse Karten. Die Eldrazi-Titan, Lender Cycle wissen wir noch nicht, aber Mana Crypt, nee, Mana Vault. Phyrexian Altar, Allosaurus Shepherd, Imperial Seal, also richtig viele krasse Karten. Eckleucht auf Bahamut. Wrathful Red Dragon. Es ist der falsche rote Drache.
Dawnbringer, Cleric und The Initiative. Komm. Ich entscheide mich wiederum. Das ist der falsche rote Drache. Wir haben Glunsch in mit Unterschrift. Zack, zack. Foil Swamp. Noch ein roter Drache, aber auch der falsche. Wir haben Duke, Ravenguard, Far Traveler, Tavern Brawler, der dekadente Vampir, der ist auch in jedem Booster dabei. Inspire Tinkering und ein Ox Token. Bisher ist so Spire Garden und Tasha zwar am Start, aber ist jetzt noch nicht so der Oberkracher. Machen wir uns nichts vor. Raised by Giants, Foil Rare, Edge Foil Rare, Call to the Void, Wind Shaper Planetar, Master Chef in Foil und Belligerent Brontodon, Dinosaurier aus X-Men. Vielleicht passt das in eins deiner 40 Commander-Decks, Dax. Ja, weil Dax baut gern Decks. Und seine Decks-Boxen printet er sich selber im 3D-Drucker sogar. Ragga-Dragga, auch definitiv möglich als Commander zu spielen. Dungeon Delver, Foil, Sarivok Deathbringer und Elminster in Borderless. Und da sieht er wirklich cool aus. Tausendmal cooler als Original-Artwork, was auch immer es heißt. Das Gegenteil von Borderless. Goggles of Night in Foil und der Rabbit Token. Süß, süß. Elminster, Borderless, geil. Ist zwar kein Drache, gebe ich zu, aber es ist ein Mythic Rare in Borderless, was schon richtig cool ist. Wir haben jetzt einen Master Chef, Foil, Val Candlekeeper, Researcher, Eldritch Pact, Gate Colossus und Copy Token. Mal abgeräumt hier. Ich habe keine Ahnung, ob das gerade verrutscht ist oder ob ich doof bin. Vielleicht hatte man die Stapel auch die ganze Zeit nicht mit drauf. Hier ist nochmal das Tasche-Artwork. The Council of Four, Candlekeep Sage, Foil Abdelarian, Reflecting Pool. Ich pack's einfach mit zu den Ländern, weil es halt auch zum Länder Rare Cycle gehört. Rope of the Archmagi, Stirring Bard und Karoo Land aus Commander 2014. Enters the Battlefield tapped. When it enters the Battlefield, sacrifices unless you return it onto planes. Ja, geil ist was anderes, ne? Also, Elminster ist zwar cool und Reflecting Pool und Spellgarden auch, aber genau wie das letzte Set Display muss man hier schon wirklich die Liste treffen, damit es sich lohnt. Die Liste oder Drachen. Street Urkin. Jan Jansen. Pseudo-Dragon Familiar und ein Token. Also ohne Listenhits, wenn man hier den Belligerent Brontodon zieht, ist es schwer. Auch die beiden Bundle waren natürlich, eins war Hammer mit den Drachen, eins war gut wegen dem Snapcaster Mage. So, was ist hier los? Wilson ist am Stissel. Wir haben das Shadowheart. Seamus Charlatan. Will Braid of Frontiers Fraying Line. Und, das wäre jetzt auch was gewesen. 4 Rares in einem Set, es hätten 6 sein können. Dax, Drache oder Bast? Ich sag's, wie es ist. Planes in Foil. Decanter of Endless Water. Inspiring Leader. Volo, Itinerant Scholar in Edged Foil. Immerhin. Deine hier. Zafana und ein Go Token. 3 Booster haben wir noch. Riecht nach neu. Noch eine Unterschrift. Ich dachte, aber ich rieche gerade noch nicht so gut, muss ich dazu sagen. Yahira, Friend of the Forest. Popular Entertainer. Ach, cool. Bramble Sovereign in Borderless, Non-Foil. Lazels Acrobatics und ein Sky Diamond in Foil. Sehr schön. Und ein Token. Bramble Sovereign. Gestern im Collector Booster gezogen und heute hier im Set Booster. Aber die Liste ist bisher noch ein bisschen enttäuschend. Ein bisschen ist gut tatsächlich. Die Liste ist eine Enttäuschung pur.
Favorite Visitor. Alone to the Seer, klar. Genau wie der dekadente Vampir darf in keinem fehlen. Und Listenkarte? Jawoll! Ah, ey. Immerhin wertet es dieses Set-Display um 25 Euro auf. Der gute alte Vampirik-Tutor. Sehr, 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 sehr geil. Oh. Und ein Hit von der Liste. Ein List-Hit sozusagen. Auf Ansage. Schauen wir mal, was im letzten Booster passiert. Der Token ist ein Treasure-Token. Nicht so spannend. Foil Island, das lässt schon mal viel hoffen. Dann haben wir Acolyte of Bahamut. Hätte auch schon rare sein können. Sivris Nightmare Speaker. Und jetzt ist schon vorbei. Wizards of Thay und Eldritch Pact in Foil. Okay. Also danke, dass wir den Vampiric Tutor gezogen haben. Hier ist eine Rare und eine Mythic Rare. Zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Rares und Mythic Rares. Und zum Glück gab es den Vampirik Tutor dabei. Ansonsten, DAX war nicht so gut, ne?